Hast du gesehen? Max hat schon wieder getanzt. Ja. Das ist seine Musik. Da schwingt der Mann die Hüften. Celebramos. Oh ja. Unglaublich. Guten Morgen. Hier ist 105 im Spreeradio, der 50-50 Mix mit Jochen Truss am Morgen. Wir bringen Sie gut gelaunt und besser informiert in den Tag. Ich bin Nicole von Wagner und seit heute früh weiß ich, man muss gar nicht Kaffee trinken, um wach zu werden morgens. Cocktails gehen auch. Ja, ja, du fällst wahrscheinlich gleich um Punkt 10 in einen Sekundenschlaf. Ja, das hier. Kann sein. So, wir probieren heute für Sie, meine Damen und Herren, im Dienste der Wissenschaft. Ja. Ja, die Cocktailtrends 2016. Es gibt ja immer in jedem Sommer so ein paar typische Drinks. Einige sind Klassiker, die wiederkommen. Andere kommen neu und werden kreiert für die Zeit im Sommer. Und wir haben uns einen der Besten eingeladen. Manuel Wieser ist bei uns zu Gast heute. Er ist 31 Jahre alt. Er ist Leiter der European Bartender School in Moabit. Einen schönen guten Morgen, lieber Manuel. Und man muss ja sagen, man lernt über Berlin immer was dazu. Hätten Sie gewusst, dass es eine europäische Bartender Schule gibt hier in Berlin. Und Manuel, beschreib mal, was lehrt ihr da? Wie sieht so ein Kurs aus in der Bartender School? Der Kurs ist ziemlich intensiv. Er geht über 4 Wochen. Es wird den Schülern grundlegend in jedem Bereich eine Basis geliefert, also sprich von Auftreten eines Barkeepers, der Barkeeper als Gastgeber, Gläserkunde, Warenkunde natürlich. Wir haben sehr viele Tastings und Präsentationen, angefangen von Fermentation, Destillation bis über zu Wodka, Rum, Gin, Tequila, Brandy, Cognac, Bier, Wein. Das wird alles mittels Präsentationen vorgeführt. Wir haben Tastings, dass die Schüler auch wissen, wie sieht das aus, wie schmeckt das. Wir haben sehr viel Praxis, also wir lernen den Schülern das freihändige Einschenken, also ohne Messbecher, ohne irgendwelche geeichten Gläser, mit beiden Händen, auch Multitasking, so dass eine Hand eine Einheit einschenkt, die andere Hand eine andere, so das ein bisschen forcieren. Wir haben das Showbarkeeping im Programm, also wir lernen den Schülern auch, wie man die Leute unterhält, ja, und sehr viel Mixen. Also bei uns sind 84 Cocktails, die Schüler in einem Monat in Theorie und Praxis lernen müssen. Und jeder Schüler mixt im Durchschnitt bei uns im Kurs zwischen 400 und 600 Cocktails. Also man kann davon ausgehen, wenn der nach 4 Wochen einer runtergeht von der Schule, der kann was. Das ist der Plan. Und was machen die meisten dann damit? Oder wer bewirbt oder wer beginnt diese Schulzeit bei dir? Also wir haben echt querbeet. Also wir haben Leute, die es einfach nur aus Spaß machen. Also wir hatten mal einen Franzosen, der war 43, der hat bei uns einen Kurs gemacht mit der Begründung, ich möchte meine Frau einfach zu Hause ab und zu mal getränketechnisch beglücken. Ja? Super. Wir haben aber auch Restaurantfachmänner, Hotelfachmänner, die bei uns nochmal den sogenannten Feinschliff in Sachen Bar sich abholen. In Sachen Weiterbildung empfinden. Genau. Und viele, weil es ein anerkanntes Diplom ist, wir haben einen ziemlich hohen Standard. Also bei uns gibt es A, B, C oder F. Ja? Also entweder du wirst 95 bis 100 ist A, 85 bis 95 ist B und 75 bis 85 ist C. Also wir brauchen einen Standard von 75% in jeder Prüfung. Ansonsten kannst du diesen Kurs leider nicht bestehen. Also der Standard ist ziemlich hoch. Dementsprechend strengen sich auch alle gut an. Ja. Und viele nehmen das Diplom dann einfach mit und sagen, okay, ich bereise jetzt die Welt. Ja, mit diesem Diplom kann ich mich in Australien bewerben, es ist anerkannt. Das ist auch das Schöne, ne? Das ist ja auch in dem Beruf eigentlich das Schöne. Wie ja in vielen Berufen, die in Gastronomie oder Hotellerie sind, man kann damit um die Welt kommen. Genau. Ein guter Barkeeper, der kann irgendwie ganz egal auf welchem Kontinent arbeiten. Genau, eigentlich. Und wir arbeiten auch nach internationalen Standards, also sprich Einheiten oder eben auch sogenannte Color Codes, wie die Farben an der Bar sind, für welche Säfte und so weiter. Es ist international. Das heißt, der kann sich in Vegas bewerben, der kann sich aber auch in Reykjavik bewerben. Ja, ja. Der wird sich zurechtfinden. Super, cool. So, und Manuel ist heute Morgen zu Gast bei uns und es gibt alle Cocktails, die er heute Morgen macht und auch schon gemacht hat, zum Nachlesen mit allen Mengenangaben und so weiter auf unserer Internetseite auf spreeradio.de. Wir hatten einen Gin Basil Smash, also einen Basis-Gin-Drink, dann einen Black Cherry Cola. Da, auch sehr schön, sehr süffig, vielleicht für die Ladies eher. Auf Rumbasis natürlich, dann hatten wir einen Watermelon-Spritz, einen schönen frischen Aperitif, eigentlich so ein Aperol-Spritz
Variation, der uns total gut gefallen hat. Ja. Das könnte der Sommerdrink gefühlt hier unsere Redaktion werden. Und jetzt kommt Nummer 4. Und jetzt kommt ein Klassiker, der wiederkommt. Ein Planters Punch machst du. Genau. Also muss dazu sagen, der originale Planters Punch war eigentlich nichts anderes als Rum, Zitrone, Zucker, Wasser. Mhm. Ja. Hat sich natürlich mit der Zeit und mit der Entwicklung der Barindustrie anhand von Sirups, Getränken und so weiter ziemlich stark entwickelt, sagen wir es mal so. Und wir haben jetzt hier heute eine, nennen wir sie mal, Mainstream-Variante, okay. Ja, weil es ist halt nicht jedermanns Sache, Rum, Zitrone, Zucker, Wasser. Klingt ja ein bisschen langweilig, ja, aber ja, vor 100 Jahren gab es halt nicht mehr. Mhm. Und heute haben wir eine. So alt ist dieser Cocktail? 100 ziemlich Jahre? Alt, ziemlich ja alt, ja. Okay, cool. Und was machst du rein? Wir machen rein weißen Rum, also 3 Zell weißen Rum, 3 Zell braunen Rum. Danach wird mit Zitronensaft, also frischer Zitronensaft, wird hinzugefügt Zucker, ja, in jeglicher Form, auch wie schon beim Basil Smash, entweder in flüssiger Form. Wir nehmen heute Puderzucker, den hat wahrscheinlich jeder zu Hause. Ja. Dann wird noch Grenadinsirup hinzugefügt, also ein Granatapfelsirup, um ein bisschen Süße noch hinzuzufügen. Mhm. Und dann Orangensaft und Ananassaft. Das wird dann alles kräftig geshakt. Mhm. Das klingt gut, gell? Ja. Klingt nach Bewegung. Sieht anstrengend aus. Ja. Workout. Yes. Ja. Und okay, wird dann alles in ein, entweder in ein Hurricane-Glas oder in ein sogenanntes Highball-Glas. Mhm. Wir kennen es hier als das sogenannte Caipirinha-Glas. Ja. Ja. Wird das dann abgeseiht und wird dann gefloatet. Also float heißt am Ende des Drinks nochmal ganz kurz ein bisschen was drüber geben. Mhm. Das wäre dann der hochprozentige Rum, in dem Fall 73%. Das ist eine gute Idee. Ja, ja. Nur um da ein bisschen für die Nase. Ja. Und abgerundet wird das alles mit frischer Muskatnuss, die drüber gerieben wird. Ja? Also Muskatnuss ist eine sehr interessante Dekoration, Zutat, wie man es nennen will. Mhm. Rundet das alles nochmal ab. Darf ich direkt probieren? Ja, bitte. Na? Dein Urteil? Ausgezeichneter Der Drink. Der kann was, ja? Er ist frisch. Du merkst, es ist ein bisschen Alkohol drin. Und nein, super. Ganz tolles Getränk. Also ein Rum-Klassiker, muss man sagen. Ja, also wie gesagt, der Originale, dieser Rum, Zitrone, Zucker, der war noch Wasser, deutlich anders. Der war schon zu Piratenzeiten. Also das geht ziemlich weit zurück. Ja? Und, Und was die Piraten getrunken haben, das kann ja nicht schlecht sein. Ja? Wenn sie sich danach alle bewegen konnten, wie Johnny Depp in Pirates of the Caribbean. Okay, so und jetzt kommen wir aber zu einer Einladung, die wir noch aussprechen, meine Damen und Herren. Diesen und alle anderen Cocktails, die wir heute gemacht haben, können Sie auch trinken. Und zwar auf unsere Einladung. Wir wollen alle Spreeradio-Hörer einladen, gratis Cocktails bei diesem super Sommerwetter zu trinken. Heute Mittag. Heute Mittag, 11 bis 17 Uhr in der New York Bar. Das ist direkt am Olivaer Platz 15 in Charlottenburg. Ja, also 11 bis 17 Uhr heute New York Bar, direkt am Olivaer Platz 15. Also für alle, die heute eine etwas ausgedehnte Mittagspause genießen wollen. Ja, oder früher Feierabend. Ja, könnte auch sein. Karibisch. Absolut. Mit einem Cocktail in der Hand. Also gehen Sie da vorbei. Ich befürchte, der eine oder andere Mitarbeiter des Hauses wird dann auch noch dort sein. Ach, ja. So, das war Manuel Wieser heute Vielen Dank. Bei uns zu Gast. Manuel, das hat ganz viel Spaß gemacht. Ja. Und ich glaube, wir haben deutlich gezeigt, oder du, dass es nicht um das sich maßlos betrinken geht, sondern darum, qualitativ hochwertige Dinge zu sich zu nehmen. In Maßen genießen. Und verantwortungsvoll genießen. Und es zu genießen. Ja. Okay, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und danke auch, dass ich hier sein durfte. Bis morgen. Ach, nee, morgen. Das wäre schön, ja. Tschüss.